Liebe Menschen, da ist der Hannes Ringelstetter. Ich bin zu Gast auf dem roten Stuhl. Schaut's rein, klickt's rein. Bis dann. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf dem roten Stuhl. Endlich wieder mal mit einem Gast aus Bayern. Dass das überhaupt nur möglich ist, man kann es ja gar nicht glauben. Herzlich willkommen, Hannes Ringelstetter. Servus. Servus, Bernhard. Willkommen in Wien. Dankeschön. Die Freude ist groß. Bei mir auch immer wieder, wenn ich in Wien bin. Ich bin gerne in Wien. Ja, das habe ich schon rausgehört. Aus vielen Gesprächen, du hast eine Liebe zu Wien. Absolut, gell? Und man muss ja sagen, in der aktuellen Situation kann man ja froh sein, dass jetzt so kleine Reisen wieder möglich sind, gell? Also wer hätte das gedacht? Ja, und es ist irgendwie, man ist wieder so wie früher ein bisschen, man sitzt daheim und überlegt, habe ich alles? Ja. Also man ist schon so lange nicht mehr fortgefahren irgendwie. Denkt man, Zahnbürstel brauche ich, das brauche ich, wie viele Socken braucht man jetzt genau für 3 Tage, weiß ich nicht mehr. 2 Unterhosen und so. Die tägliche Tourroutine ist ein bisschen verloren gegangen. Alles weg, aber irgendwie auch wieder lustig jetzt, dass man wieder so... Ja. Es hat wieder so eine gewisse Frische des Anfangs, ein bisschen, gell, sowas. Ja, ja. Also, kommt jetzt darauf an, wie lange das noch dauert, aber wenn man jetzt ein bisschen neu schmeckt, wieder, jetzt war ich letzte Woche in Berlin und jetzt bin ich diese Woche in Wien, dann ist schon ein bisschen wie, hat man fast wieder Reisefieber. Ja, voll. Früher nicht gehabt. Ist natürlich eine gefährliche Geschichte, weil jetzt dauert es natürlich schon ganz schön lang. Was mich bei dir interessiert, ist also du bist ja im Grunde deines Herzens, glaube ich, einfach ein Musiker. Ja. Das, glaube ich, habe ich so richtig verstanden. Gell? Das war diese Urintention, die es einmal gegeben hat. Da kommt es her. Genau. Aber jetzt im Moment hat man ja fast das Gefühl eigentlich, dass der Moderator fast präsenter ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und der Musiker ist ja jetzt eigentlich der, der traurig ist, weil er nicht auf Tour sein kann und so weiter. Aber als Moderator ist er bei dir eigentlich weitergegangen. Ja. Ist das für dich jetzt so, wie wenn sich fast nichts verändert hätte in der Wahrnehmung der Corona-Zeit? Also es ist auf der existenziellen Ebene natürlich ein großes Glück, ganz einfach. Ja, ich habe keine Sorgen dadurch, keine existenziellen Sorgen, weil ich diesen Teil meines Berufes weitermachen kann und zwar sogar noch mit einem größeren öffentlichen Interesse, als das früher war, weil die Leute halt viel daheim sind und Fernsehen schauen. Ja. Das heißt, wir haben wie die meisten Unterhaltungssendungen einfach vor allem in den absoluten Zahlen viel mehr Zuschauer als vor Corona. Das muss man einfach zugeben. Und seelisch ist es natürlich anders. Ja. Also seelisch ist es mittlerweile, glaube ich, bei jedem so, dass wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo du nicht mehr genau weißt, wie das geht oder wie sich das anfühlt, da rauszugehen und zu spielen, das verunsichert einen schon emotional. So, dass irgendwie so ein Teil von sich seit so langer Zeit jetzt weg ist und man schon wirklich an diesem Punkt ist, wo man nicht mehr genau sich erinnern kann, wie es geht. Ich finde es cool, dass du über das auch nachdenkst, weil das beschäftigt mich auch total als Live-Schlagzeuger. Dass man irgendwie das Gefühl hat, ob man auch dieses Selbstvertrauen oder dieses Selbstbewusstsein, das man sich als Bühnenmensch über die Jahre so erarbeitet hat, ob das nur im gleichen Maße vorhanden sein wird, wenn es wieder losgeht. Ja, und vor allem auch, die Leute werden sich ja auch verändert haben. Also ich war nie jemand, der gesagt hat, dieses Zurück zur Normalität, das konnte ich mir schon ganz schnell nicht vorstellen. Weil das macht ja alles, was passiert in unserem Leben, macht ja was mit uns. Das heißt, das, was wir vorher als normal empfunden haben, würden wir jetzt nicht als normal empfinden. Wir würden es irgendwie schräg empfinden. Das geht ja schon so, wenn du irgendwie im Fernsehen Konzerte anschaust mit 5000 Leuten und dann kommt als erstes dieser Gedanke, was machen die da? Wieso ist dieses Enge, dieses auf einmal gibt es ein Bild, denkst du, boah krass, so war das. Ja. Und ich weiß nicht, wie es sein wird. Es wird uns verändern, es wird vielleicht geiler als vorher, kann ja auch mal sein, wenn wir das alles in Abgesang... Man muss einmal positiv denken. Naja, aber es kann ja sein, dass wir uns tatsächlich in einer... solche Dinge wieder viel mehr wertschätzen, als das vorher war. Das wäre ja dann was Positives aus so Krisen, dass man irgendwie checkt, so, boah, was wir da früher alles hatten, als selbstverständlich,
Das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und jetzt können wir es selber mit Inhalt füllen und mit guten Gefühlen und mit vielleicht auch einer anderen Energie, als man das früher gemacht hat. Da meine ich auch die Künstler damit so, ja. Ich fand es total cool, wenn man mit Professionalität die nächsten Jahre nicht einmal so weit kommt, sondern mit echtem Herzblut. Das war ja einmal schön. Mhm. Du hast vorher gerade das Bild des Konzertes, das ist mir immer gleich in den Kopf geschossen, weil das jetzt so etwas Ungewöhnliches ist, weil ich gerade gestern im Radio gehört habe. Und wenn dann ein Konzert ist, dann ist es meistens unter wissenschaftlicher Begleitung, weil man eher das macht, weil man feststellen will, was, ob da irgendwas passieren kann oder nicht. Ne? Ja. Das ist schon eine schräge Zeit in Wahrheit. Ne? Das muss man schon sagen. Ja, es ist aber es war ja vorher auch schon schräg. Also wenn jetzt immer alle so dann, jetzt haben wir halt ein Problem, das geht jetzt mal, haben wir jetzt mal alle auf der ganzen Welt. Und da geht es uns eh noch gut. Schau nach Indien. Ich meine, es gibt einfach Sachen, die wir haben Klima, das Klimathema haben wir auch. Und das ist kein geringeres Problem. Wir haben es und wir kümmern uns halt nicht drum. Und wir haben andere Probleme, soziale Probleme, die werden alle so weggewischt. Gerade das stört mich am allermeisten, dass man so ein Top-1-Thema hat und alle anderen Themen, die es auch noch gibt und wo viel zu tun wäre und wo Gesellschaft auch wachsen könnte und sich verändern könnte und vielleicht sich mal darauf konzentrieren könnte in der Zeit, wo eh sonst nichts geht, dass die nicht gemacht werden. Das finde ich fast wie ausgelöscht. Finde ich fast viel schlimmer. Mhm. Oder dass man also keine Empathie mehr hat. Also dass man so die reichen Länder so mit sich selber, weil sie jetzt einmal ein Problem haben, so mit sich selber beschäftigt sind, dass wieder alle anderen Kontinente auch komplett wieder wegignorieren, dass da wahre Freude ist. Mhm. Also das finde ich eher das, was mich beschäftigt. Mhm. Und dass wir, sagen wir, unser Berufsstand und dass wir jetzt erfahren auf diesem Wege, dass Politiker und Wirtschaftsgrößen jetzt nicht uns unbedingt auf dem Schirm haben, jetzt mal ganz ehrlich, das hat mich jetzt nicht überrascht. Dass das viel besprochene Kulturland nur deswegen eins ist, weil es die Künstler gibt und weil es ein Publikum gibt, aber nicht, weil es ein allgemeines Bewusstsein dafür gibt, dass das wichtig ist für die Menschen. Also das hat mich nicht überrascht, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn du die Werte der letzten Jahrzehnte, die so verkauft werden von der Politik und von der Wirtschaft, wenn du dir die anschaust, dann wundert es mich nicht, dass so, wie sagt man so schön in der Wirtschaftssprache, Soft Skills wie Kultur, Musik und Ausdruck menschlicher Emotionen, dass das da nicht wirklich groß vorkommt. Mhm. Nicht erstaunlich. Ja, das wurde einem jetzt knallhart vor Augen geführt eigentlich, gell? Ja. Muss man schon sagen. Was mich auch interessiert, schaust du jetzt zum Beispiel, weil das Thema Corona in der Öffentlichkeit ja mittlerweile schon ein Reizthema ist und man kann sich da ja schnell die Finger verbrennen. Schaust du in deinen eigenen Sendungen irgendwie, dass man dem Thema eher ausweicht und eher schaut, dass man wieder mal ein Gespräch führt, ohne das C-Wort vorkommen zu lassen? Weil man hat ja das Gefühl im Moment auch bei Bühnenmenschen, es gibt fast kein anderes Thema mehr, weil man natürlich über Arbeit nicht allzu viel reden kann. Das man könnte schon über kreative Arbeit weiterreden. Das kann man schon machen. Aber die Bühnenarbeit fällt halt weg. Also das Außen fällt weg. Ich bin manchmal überrascht, wie wenig Künstler erzählen von ihrer eigentlichen Arbeit, die ja nicht auf der Bühne stattfindet, sondern die Herstellung von Material, nenne ich es jetzt mal ganz lieblos. Ich habe zwei Umgangsweisen damit. Das eine ist, dass ich selber nicht in diese Falle tappen will, dass ich mich wirklich 24 Stunden mit diesem Thema beschäftige. Mhm. Deswegen, wenn wir in der Redaktion sitzen für die Show und planen die vordere Gagstrecke, sage ich jetzt mal, versuchen wir immer wieder Sendungen dabei zu haben, wo es nicht vorkommt. Mhm. Einfach um den Leuten auch mal eine Pause zu geben mit dem Thema und mal zu schauen, über was kann man denn noch lustig sein. So. Und in den Gesprächen habe ich mir jetzt eher angewöhnt, dass wir auch bei der Gästeauswahl immer wieder vielleicht Leute dazu holen in die Show, die vielleicht eine konkrete Idee haben, nach vorn gehend, wie man damit umgeht. Also zum Beispiel, jetzt war der Till Hoffmann da, ein Veranstalter in München, der halt letztes Jahr schon
Plätze bespielt hat im Bayerischen Wald, am Land, wo vorher keine Kultur war und die aber große Flächen haben und wo du jetzt in solchen Zeiten natürlich eine Bühne hinstellen kannst und sagen, jetzt sind eigentlich genau die Zeit für große Flächen. Ja. Und das ist so, also ich versuche es irgendwie konstruktiv zu begleiten, weil ich selber nur für mich nur sagen kann, was ich gelernt habe aus diesem ganzen Corona-Ding ist, dass diese Planerei, die wir Menschen uns angewöhnt haben, weil wir so glauben, es ist alles safe, dass mir die überhaupt nicht weiterbringt. Ich muss irgendwie back to von Tag zu Tag leben. Dann geht es mir am besten. Fühlt man sich fast ein bisschen an die Anfangszeit erinnert, hey, gell? Von sowieso. Dem, ja. Ja, die Planbarkeit, das ist überhaupt die große Frage, ob das in Zukunft in der Art überhaupt noch mal so stattfinden kann, gell? Dass man so weiß, wo man in einem Jahr schon sein wird, was ja gang und gäbe war und solches. Aber das war doch auch schrecklich. Also ich kenne keinen Kollegen, der sich nicht am Biertisch darüber aufgeregt hat, dass er schon die nächsten 2 Jahre verplant ist. Und das ist auch das Problem natürlich. Ja, aber auch furchtbar fand, ja? Dass du denkst, du bist Künstler geworden, damit du dich frei fühlst. Ja, ein freier Beruf und im Prinzip bist selbst fremdbestimmter als alle anderen. Ja. Und darum sage ich ja, lass uns, ich sehe es eher so, lass uns das ein bisschen aufbrechen, alles ein bisschen neu denken und da sind eigentlich Künstler und Kreative gefragt, weil die eigentlich open-minded sind, dass man es eben neu denkt und neue Wege geht, wie auch immer die ausschauen. Ich habe jetzt auch keine Paradedisziplin, wie das geht, aber ich versuche es halt für mich auch neu zu denken. Und ich frage mich natürlich das auch, was du gerade gesagt hast. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Und ich finde es auch mal, ich finde es auch mal gar nicht so schlecht, wenn man sagen muss, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Aber es ist doch, man hat es vorher in Wahrheit auch nicht gewusst. Man hat es halt behauptet. Ja. Ja. Hannes, es gibt ja die Legende von dir, das habe ich jetzt in ein paar Interviews mit, rausgehört, das habe ich immer schmunzeln müssen, weil du es auch sehr lustig bringst, und zwar, dass du quasi sagst, die ersten 20 Jahre ist nichts gegangen, hat nichts funktioniert. Das ist richtig. Und dann irgendwann gab es ja den Moment, wo man dann das Gefühl gehabt hat, auf einmal ist alles irgendwie aufgegangen bei dir, gell? Was mich da interessiert ist, hast du da selber das Gefühl, dass bei dir ein Entwicklungsschritt passiert ist, wo man plötzlich dann auch sozusagen als Mensch, als Persönlichkeit so gefestigt war, dass auf einmal deshalb sie gewisse Weichen gestellt haben? Oder wie nimmst du das in der Rückschau wahr? Also ich glaube, dass das so ist. Mhm. Ich glaube, dass der Umkehrschluss nicht stimmt. Also dass Menschen, die jetzt das nicht erfolgreich hinbekommen, automatisch energetisch falsch aufgestellt sind in sich, das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, umgekehrt, wenn du mit dem, was du selbst behauptest, von dir, dass du machen willst, erfolgreich sein willst, muss viel zusammenstimmen, auch in dir. Und bei mir hat viel nicht zusammengestimmt. Mhm. Also ich hab mich auch verloren in sage ich mal, juvenilen Träumen, wie ich mir heute halt ein Künstlerleben vorstelle, auch in einem Lifestyle, der vielleicht, wo ich ja schon stand, irgendwann schon kapiert habe, es braucht doch Disziplin, ohne die geht es halt auch nicht. Und sich künstlerisch überhaupt mal zu fokussieren und zu sagen, das probiere ich jetzt wirklich mal aus und da bleibe ich jetzt, da mache ich mir wieder selber wieder auf und versuche mal andere Sachen, also dieses Entertainment, dieses ganze breites Spektrum vom Entertainment, auf das ich mich dann einlassen habe und jetzt nicht nur Rockstar werden wollen, das hat mir halt selber erst eröffnet, was ich da alles kann vielleicht oder meine Talente mehr zum Sehen gebracht und ich habe es vielleicht nicht mehr so draufgedruckt. Ich glaube, dass, mein Gott, das ist jetzt wieder so eine Binsenweisheit, aber wenn man die Sachen loslässt im Leben, dann kommen sie halt leichter, als wenn du immer auf dem Gas stehst und alles um dich herum penetrierst, bis jeder sagt, jetzt geh weg, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Also das habe ich, glaube ich, das war, glaube ich, der wichtigste Switch. Mhm. Also war praktisch, weil du hast einmal erzählt, dass du auch Roadie warst und so, gell? Ja, ich habe sehr viel in der Branche, also ich habe eigentlich alle Jobs in der Branche schon gemacht. Also ich,
ich habe mich dann reinversetzt und habe mir gedacht, da war wahrscheinlich dieses einfach einmal Star sein oder mit irgendwas auf der Bühne zu stehen, einfach dieses ureigene Interesse vorhanden, oder? Ja. Hast du auch, weil ich habe das zum Beispiel so einfach so ein ganz ein großes Interesse an prominenten Menschen und deren Geschichten, so aus diesem Ding heraus, einfach, dass da am Anfang einfach so eine Grundfaszination war. Also, bei mir war es wirklich der primitivste Rock'n'Roll-Traum okay. eines 16-Jährigen, der vor dem Spiegel steht mit der Akustikgitarre und spielt zu E-Gitarre-Solos. Rock'n'Roll pur. Und du bist irgendwie denkst, boah, das muss Wahnsinn sein, wenn du das ausüben darfst. Also das, bei mir war es wirklich der billigste Rock'n'Roll-Dream überhaupt. Und lang schlafen, ne? Ja, ich hatte das Ganze drumherum hatte ich gar nicht so. Oder das ist ja dann in den 90er Jahren auch total konterkariert worden mit diesen Dokus auf MTV, wo man plötzlich gesehen hat, wie Rockstars wirklich leben, wenn die auf Tour gehen und so. Das war mir dann eigentlich schon wieder schade. Ich habe so ein Traumbild gehabt von diesem Beruf, dass man rumtingelt mit coolen Typen und unfassbar tollen Frauen begegnet und halt das Geilste macht, was man machen kann, nämlich 1, 2, 3, 4 und los. Also ich hatte keinen... Das ist mit den Prominenten, das hat mir ehrlich gesagt... Ich habe in meinem Leben eine Autogrammkarte gehabt und das war Thomas Gottschalk, als er noch beim Bayerischen Rundfunk Radiomoderator war. Und Karl-Heinz Förster, Verteidiger in der Nationalmannschaft, das war's. Also ich habe keinen, das war nicht mein Ding. Ich wollte wirklich das machen. Mhm. Ich habe diesen, ich fand und finde ja bis heute noch, es gibt ja nichts Cooles, was man machen kann. Das finde ich nach wie vor. Aber ist da jetzt als mit dem Rock'n'Roll-Gedanken beginnender eher traurig, dass der Moderator dann vielleicht in der ganz breiten Wahrnehmung eher fast der Bekanntere ist? Nein, weil es einfach, also erstmal gibt mir diese ganze Fernsehschiene überhaupt die Möglichkeit, meine musikalischen Projekte so unter die Leute zu bringen, ja. dass da viele Leute kommen und man das überhaupt realisieren kann. Insofern bin ich eher dankbar dafür. Warum das so ist, Das ist auch nicht mein Job, so drüber nachzudenken, was jetzt die Leute an mir besonders gern haben oder warum sie das Fernsehen stärker ist als Spotify. Was anderes ist ja halt nicht mehr Musik. Da bin ich raus. Der Söder hat immer gesagt vor kurzem, er ist ein Angebot. Ich bin ein Angebot, wie die Leute damit umgehen. Und diese Regelmäßigkeit mit der Late-Night-Show im Fernsehen führt natürlich dazu, dass du als Persönlichkeit hauptsächlich so wahrgenommen wirst, weil du da immer da bist. Außerdem kann ich in der Show immer wieder mal mit Gästen Musik machen, was mir total taugt. Und für mich ist es wahnsinnig wichtig, dann aus diesem Fernsehding wieder rauszugehen, in der Sommerpause zum Beispiel, und mich dann halt wieder nur mit meiner kreativen, musikalischen oder Textarbeit zu beschäftigen. Ja. Das ist ein totales Privileg, dass ich das beides machen kann. Mhm. Hast du das eigentlich selber in eine gewisse Richtung auch steuern können, dass die Moderation jetzt plötzlich dann mehr geworden ist oder die Schauspieler auch dazugekommen ist? Ich habe überhaupt nichts. Also die Schauspielerei, das ist ja das Allerlustigste bei mir, weil das habe ich ja überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Ich stand in München und dann wird der Watzmann gespielt mit dem Tauchen und dann hat mir der Redenherrn quasi auf Empfehlung vom Till und dann hat er gesagt, du klingst wie der junge Ambros und dann war ich in der Produktion drin und habe alle Lieder auswendig kennt, weil wir früher in diesem Auto gehabt haben als Dauerkassette auf dem Weg zu alle Festivals. Ich habe den Watzmann von vorn bis hinten auswendig kennen und dann stand ich plötzlich 100 Vorstellungen im Lustspielhaus ausverkauft auf der Bühne und Wahnsinn, war auf einmal Schauspieler. So. Mhm. Und zwei Wochen später hat der Michi Mittermeier Geburtstag gehabt und ich war bei dem Eiklan und da kommt der Fernsehproduzent und sagt, du bist doch Schauspieler. Und dann sage ich, ja, anscheinend. Und dann hat er gesagt, okay, er findet mich irgendwie gut, geh doch mit, ich drehe auf Ibiza einen Film. Dann bin ich da mit,
Ich habe dann eine kleine Rolle gehabt in Form vom, also im Abspann, im Vorspann praktisch schon erschossen worden, das war es dann schon wieder. Und aus dieser Crew aber und aus den Produzenten und aus dem habe ich den Tramitz kennengelernt, entstand dann dieses Hubert und Staller Team quasi. Wirklich? Okay. Aha. Und so, dann war das plötzlich da. Und dann habe ich halt, jetzt spiele ich halt seit 10 Jahren ein Jahr bei Hubert und Staller. Aber da war nicht einen Tag ein Gedanke dabei, dass ich das forcieren würde. Mhm. Und das meine ich eben. Ne? Und beim Fernsehen war es so, dass ich ja lang das Vereinsheim moderiert habe. Ja, Schwabing, mhm. Diese Newcomer-Show. Mhm. Und dann habe ich das aufgehört irgendwann und mir in meinen Kalender eingeschrieben, nie wieder BR. Fernsehen. Und ein paar Wochen später ruft mich der David Schalko an, mhm, und sagt, ich habe einen Anruf erhalten vom Herrn Skolik, der ist jetzt in Bayern Fernsehdirektor und der hat mich gefragt, ob ich jemand weiß, der eine Late-Night-Show moderieren kann. Und dann habe ich gesagt, ich kenne nur die. So. Und dann haben wir gesagt, okay, er kennt schönes Kompliment. Schönes Kompliment, ja. Und das Golik hat mich halt auch gehört von diesem Vereinsheim und dann haben wir das halt aufgesetzt und dann habe ich praktisch alles wieder über Bord geworfen und habe doch eine regelmäßige Fernsehsendung gemacht. Weil das wollte ich schon immer machen. Also eine Late-Night-Show war mir immer klar, wenn jemand mal um die Ecke kommt und sagt, Ringelstädter, du hast eine Late-Night-Show, dann bin ich am Start. Cool, aber ich meine, das ist ja im Fernsehen eigentlich als Unterhalter, ist ja das quasi Königsdiszi- die Königsdisziplin, genau, und die, ja, der Ritterschlag eigentlich. Mhm. Aber mir hat gerade deine Erzählung, deine Schilderung jetzt an den Gedanken erinnert, den du auch vorher schon geäußert hast, das, wenn man es nicht unbedingt mit Gewalt, so wie die Schauspielerei, die ja völlig aus dem Nichts, die, ja, man auch nicht angepeilt hat und auch nicht gewaltsam an sich heran, dann kommt es auf einmal, passieren solche Sachen von selber dann. Ja, aber was halt hilft, ist bei mir, ich habe irgendwie, glaube ich, ein gutes Setting gehabt schon. In meiner Erfolglosigkeit habe ich ja diese ganzen Sachen irgendwann gemacht. Also ich hatte das Selbstbewusstsein, wenn es mal losgeht und jemand kommt und sagt, mach mal, dann bin ich am Start. Das hatte ich, weil ich habe Theater gespielt, schon, aber halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit bin ich solo aufgetreten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich bin mit Band aufgetreten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ich habe ein Buch geschrieben, das keine Sau interessiert hat, ich habe alles schon mal gemacht gehabt. Ich glaube, das ist wichtig. Und dadurch habe ich mein Selbstbewusstsein da, zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, es geht los, bin ich am Start. Ja. Und so denke ich bis heute drüber. Diese erfolglosen Kilometer, gell, das finde ich auch, die sind extrem wichtig, weil die einfach eine Persönlichkeit auch irgendwie dann total stärken. Man hat dann irgendwann das Gefühl, es kann einen nichts mehr erschüttern. Und das denke ich, machen wir immer noch und dann kommen trotzdem Sachen, die mich, okay, erschüttern. Ja, ja. Aber im Kern nimmer. Also ich habe auch, also ich habe wirklich alles schon erlebt auf der negativen Seite und finde viele Geschichten aus dieser Zeit bedeutend lustiger als die erfolgreichen Geschichten. Insofern habe ich eh so eine Liebe zu beiden Zuständen. Also die lustigen Geschichten passieren da erfolglos. Das muss man einfach mal zugeben. Ja. Und wenn das dann erfolgreich ist, erlebst halt sehr viele schräge Geschichten. Du musst mit neuen Sachen dich auseinandersetzen, wie Prominenz, wie Druck. Das, ja, hatte ich ja früher alles nicht, ja. Ich hatte keinen Druck. Ich habe halt den einzigen Druck, den ich gehabt habe, dass wir den Strom nicht abschalten. Der ist scheiße. Darf man auch nicht unterschätzen. Der ist scheiße, aber er ist zumindest klar definierbar. Ja. Aber so ein wabernder Erfolgsdruck, wo viel Leute dran hängen, wie es jetzt bei mir ist, das kannte ich nicht. Gell, manchmal habe ich eh das Gefühl, ich sehe das auch bei mir, wenn so wie der Kanal dann irgendwann wächst und wächst, dass manchmal im Gefühlten ein bisschen erfolgreicher sein, fast manchmal krampfiger wird, als in der Zeit, wo man noch nicht wirklich Erfolg gehabt hat, weil da hat man einfach so da, ohne drüber nachzudenken. Und je mehr Leute einen dann auch auf dem Schirm haben, desto mehr schaut man irgendwie, wie wird man jetzt wahrgenommen. Das ist zumindest eine Gefahr, ja, dass man das macht. Ich versuche das genau nicht zu machen. Kannst du das ausblenden? Nein, ich kann es nicht ausblenden. Also ich reflektiere es, dass das im Raum steht, aber ich versuche mich so viel wie möglich dagegen zu entscheiden. Sondern wirklich eher, weil du kannst ja genau den anderen Gedanken auch haben. Nämlich, dass du sagst, jetzt bin ich erfolgreich und jetzt habe ich schon ein Standing, jetzt kann ich mir ja viel mehr erlauben als früher. Ja. Also ich kann viel mutiger sein und viel mehr laufen lassen und viel mehr ich selber sein, weil ja die Möglichkeit tatsächlich besteht, dass sie mich mögen.
Also insofern muss ich nicht mehr so viel bedienen und nicht mehr so versuchen, es allen recht zu machen, weil es funktioniert sowieso nicht, ja, wie wir wissen, sondern bei dir zu bleiben. Viel mehr noch zu dir zu kommen und zu sagen, hey, das ist, bin ich, das waren meine Spielarten, ich bin auch widersprüchlich und das finde ich zum Beispiel total gut, dass man dass es nicht so glatt ist, wie man ist. Und meine Erfahrung ist, dass die Menschen glatte Sachen, die aus ihrer Blase kommen, finden sie erst super, ersetzen sie aber auch schnell wieder durch andere Sachen, die sie geil finden. Und jemand, der so seine Ecken und Kanten hat und der so ein bisschen verschieden ist und der so eigentlich mehr so ist wie sie selber auch, nämlich widersprüchlich, da bleibt man, wenn man mal mag, länger hängen. Also je authentischer, desto besser letztlich. Ja, authentisch, dann. Das ist immer so ein Wort, ja. Für, weiß ich nicht, authentisch. Ich finde, sobald man auf eine Bühne geht, ist man Bühnenfigur. Ist man nicht automatisch auf der Bühne und darum finde ich, man selber sein in seinen Facetten. Ja. Das ist mir irgendwie der liebere Begriff als authentisch. Das man selber sein ist halt auch immer so ein zweischneidiges Schwert, insofern finde ich. Hast du vollkommen recht. Weil man, je mehr man von sich preisgibt, wie man ist, ja natürlich, je angreifbarer ist man natürlich. Es ist natürlich davon abhängig, welche Persönlichkeit man ist. Aber das stimmt. Gell? Klar. Aber deswegen ist ja nur der Wechsel wichtig zwischen Leben im Außen und Leben im Innen. Weil das wird Sinn, je erfolgreicher du bist oder bekannter zumindest du bist, umso angreifbarer bist du in deiner äußeren Wahrnehmungsebene. Ja. Deswegen glaube ich, ist es total wichtig, dass man sich rauszieht und nach innen geht und wirklich ein Leben leben kann, das nicht da draußen stattfindet. Ja. Das glaube ich ist total wichtig. Hast du mit dem steigenden Bekanntheitsgrad durch die vielen Fernsehgeschichten jetzt Erfahrungen gemacht mit Rückmeldungen, die einen eher zurückhauen ein bisschen oder die einen wehtun? Oder ist das? Weil ich habe. Die Sache ist, finde ich, die, dass man einfach sein Hirn einfach eine gemeine Sau ist. Ja? Weil du kannst 50 Kommentare lesen, wo dich die Leute abfeiern und es steht einer da, der sagt, Ringelstädter, du bist der blöde Sau, du kehrst aus dem Fernsehen endlich, ich will meine Gebühren zurück. Und dann bleibst halt die nächsten 4 Stunden an sowas hängen, weil der Mensch psychisch so aufgestellt ist, ja, scheinbar, dass er das Negative überhöht und das Positive gar nicht wahrnimmt unter Umständen. Nein, es ärgert mich nur, wenn es um so Menschlichkeitsthemen geht. Wenn ich mich irgendwo engagiere, ob das jetzt Flüchtlingssachen sind oder so, wenn man sie irgendwie versucht einzubringen und den Humanismus hochhält, und dann kommen irgendwelche Trottel und hauen da die ganze Zeit die Scheiße um die Ohren, das nervt mich. Mhm. Aber wenn jemand sagt, der soll aufhören, so schlechte Witze zu machen und der Nächste sagt, ich feiere euch für eure Witze, dann bin ich genau in der Situation, dass ich mir denke, wenn ich es jetzt lese, bringt es mir nicht weiter. Ja. Also ich bin total froh, dass das, was ich mache, erfolgreich ist und das versuche ich immer mehr zu verinnerlichen. Das sind sehr viele Menschen, die das mögen und es wird immer welche geben, die es nicht mögen und es gibt sowieso auch noch welche, die sowieso gar nichts mögen, weil die auf der Welt sind, um Sachen scheiße zu finden. Die dann aber vermutlich auch sich selber nicht wirklich mögen. Ja, die hat es ja schon immer gegeben, also ja. Gradler halt. Ja. Ja. Und früher hast du das halt nicht erfahren. Und jetzt erfährst du es halt, wenn du dich. Ich lese aber das wirklich extrem selten. Ja. Am Anfang habe ich es gemacht und ich mache es nicht mehr. Ja, muss man sagen, das hat die Corona-Zeit jetzt natürlich auch nochmal ganz schön zugespitzt, finde ich. Also zumindest, wenn man sich viel auf den sozialen Medien aufhält, dann. Hältst du die da auf so früh? Ja, teilweise natürlich durch den roten Stuhl auch bedingt viel in sozialen Medien, weil das natürlich das Format letztlich zu Hause ist und davon lebt, gell? Ich merke schon ein gewisses Fall. Ich habe mir jetzt zum Beispiel 3 Wochen komplett ausgezogen, weil es wirklich mich psychisch überlastet hat, die ganzen Diskussionen. Aber man merkt dann schon, dass es einen wieder hinzieht. Das ist halt vielleicht so eine Grundtyp-Mensch-Frage irgendwie. Na, mir zieht es schon auch hin, aber
ich bin nicht dieses, also nicht, ich habe das wahrscheinlich bei dir anders. Du musst es ja auch, du machst es ja auch selber. Bei mir gibt es halt jemanden, der macht jetzt von der Sendung die Seite, zum Beispiel diese Facebook-Seite. Das lese ich nicht. Oder es macht jemand meine offizielle Hannes Ringelstädter Seite, das lese ich auch nicht. Aber ich bin jetzt zum Beispiel bei Instagram, bin ich jetzt das erste Mal, wo ich selber was mache. Und habe da festgestellt, und das finde ich jetzt gerade total wirklich spannend für mich, weil ich da neu bin, dass da viel freundlicher zugeht als bei Facebook zum Beispiel. Ja. Und das finde ich interessant, warum dann Leute da irgendwie scheinbar gar kein so Interesse haben, da rumzukacken. Und bei anderen Medien schon wieder. Die sind offensichtlich anders aufgebaut. Da blicke ich noch nicht ganz durch, aber das finde ich interessant. Ja. Also so medienpsychologisch finde ich das total interessant. Voll. Aber ich mich selber da, ich werde mich nie über sowas definieren. Ich habe einfach, da bin ich zu analoger Mensch und habe zu viele echte Freunde und zu viel Lust auf was schaffen und kreativ zu sein, als dass ich mir jetzt da stundenlang aufhalte. Die Entscheidung dann als Kabarettist, sich solo sozusagen ganz nackt alleine vor großes Publikum zu stellen, wie hat sich das damals ergeben? Weil das passt ja jetzt letztlich der Musiker. Gut, der Musiker, der vorne moderiert, entwickelt wahrscheinlich auch so eine gewisse Unterhaltungspersönlichkeit. Gell? Kommt es dann daher, dass man irgendwann das gesagt hast, okay, jetzt möchte ich mich kabarettistisch ausprobieren? Also ich habe auch da nie... Ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal in der Lach und Schieß gespielt habe mit meinem ersten Solo-Programm, stand plötzlich da, dass ich Kabarettist bin. Und ich habe mir gedacht, okay, dann bin ich das halt so. Weil für mich war das halt das, was ich mit der Band schon gemacht habe, nämlich immer so Ansagen gemacht, die recht launig waren, halt ein bisschen perfektioniert und ein bisschen sagen wir, besser gebaut und humoristischer, also auch wiederholbarer gebaut, weil meistens bei der Band war es immer irgendwie spontan, irgendwas machen. Und daraus halt dann ein Programm gemacht und das halt dann Leuten vorgespielt mit kleinen lustigen Lieder dazwischen und hat irgendeinen Schmarrn erzählt. So was für mich. Und natürlich ein bisschen, wenn es sich nicht vermeiden ließ, sogar relevante Sachen mit eingebaut. Aber im Prinzip war es Geschichten erzählen. Auch nichts, was groß angeeckt hat, mehr oder weniger. Politisch oder irgendwas. Naja, ich weiß nicht. Man kann ja auch eine Sicht aufs Leben anecken. Also die man hat. Also es muss ja jetzt nicht immer politisch sein, finde ich. Also, das ist ja, politisch ist ja alles, was gesellschaftlich passiert, für mich immer noch. Und wenn man halt irgendwie sich über dekadente Großstädter lustig macht, dann ist das auch eine Form von politischem Anecken. Wo man ein paar Watschen kriegen kann. Du auf jeden Fall auf Gurt kassieren kannst, wenn du das brauchst. Und dann habe ich aber, für mich war das einfach künstlerische, logische Fortentwicklung von dem, wo ich herkam. Und plötzlich hieß es also Kabarettist. Dann dachte ich mir, okay. Was eine ganz schön große Ansage ist. Ja, ich war auch, gell? Also wo ich das erste Mal das ansatzweise realisiert habe, dass das krass ist, was mir passiert, ist, wie ich in der Lach und Schieß gespielt habe, in der berühmten Münchner Lach und Schießgesellschaft. Und da dann oben an der, wenn du auf der Bühne stehst, ist der Dieter Hildebrand, sind die alle so gezeichnet vom Hanitsch, von einem Karikaturisten. Und dann schaut so der Dieter Hildebrand an, während du da deine ersten Gehversuche machst. Und da habe ich gedacht, hoppala, das ist jetzt echt eine ganz schön krasse Nummer, die da läuft. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und dann habe ich sehr früh in der Lach und Schieß gespielt und war früh auf Tournee. Und dann habe ich irgendwann im Lustspielhaus gespielt oder das erste Mal dann in Wien, im Niedermeier zum Beispiel, was ich ja nur kannte aus dem Programm privat von Josef Hader. Und dachte mir so, boah, krass, jetzt stehst du da. Und so, da waren dann schon, wenn dann diese Kabarett-Szene dann einen aufnimmt und verschlingt und man da irgendwie verglichen wird, dann war es, das war schon eine krasse Zeit, ja. Total. Du weißt gerade gesagt hast, Josef Hader, das war die Szene, wo er das Manuskript fürs erste Programm ins Klo eingefallen ist. Super Szene, genau. Super. Ja, aber eigentlich, weil ich mir das so gedacht, das ist ja, ich habe schon viel kennengelernt, zum Beispiel Kabarettisten, die dann auch einen Schauspieler ein bisschen reingeschnuppert haben oder da mehr oder weniger zufällig reingerutscht sind, die dann oft total ein Problem gehabt haben, unter Anführungszeichen, dann sich Schauspieler zu nennen, auch einfach aufgrund sozusagen der Größe der Ansage, die man da macht oder die einem einfach auch aufgestempelt wird.
Weil manchmal ist man ja dann plötzlich Schauspieler und hat es eigentlich gar nicht selber so, eben. So angesagt. Ne? Also ich glaube, es ist eine fast eine Diskussion, die es nur im deutschsprachigen Raum gibt. So. Und auch das, wie wir selber denken. Dass man sich immer meint, man müsse eins nur sein. So. In Amerika sind alle großen Fernsehmoderatoren sind Entertainer, die Schauspieler kennen, die meistens super Singer kennen, die immer ein Talent für Sprache haben und nicht nur Autoren, die ihnen was schreiben, die immer mit Musik affin sind. Weil ich glaube sowieso, dass sowohl, also Musik oder musikalisch sein hilft dir halt bei all diesen Berufen am allermeisten, weil du, wenn du was lernst, ist es Timing in der Musik. Du weißt, die Pause, das Anschwellen, das Lauterwerden, das Leiserwerden, das sind genau die Dinge, wo es in der Musik ankommt. Nicht die vielen Töne, sondern da ist Musik drin, wenn man sagt, dann meint man ja das. Ja. Und das kannst du fürs Entertainment in allen Bereichen. Kabarett ist ja eine Geschichte, die man erzählt, mit allen ihren dynamischen Höhen und Tiefen und die Pointe genau am richtigen Platz, ist alles Timing. Ja, vor allem, wenn du, das Lustige ist, wenn du in Fernsehsendungen bist, in Kabarett-Fernsehsendungen, und es liegen die Texte auf Telepromptern. Oft, ja, wo die ablesen können. Und dann liest du diese Texte und die sind überhaupt nicht lustig. Wenn du die nur liest, ist das nicht lustig. Wenn du es spürst, ist es auch nicht lustig. Wenn du meinen Text spürst, ist er wahrscheinlich nicht lustig. Nur wenn ich ihn halt spiele, mit dem, wie ich ihn spiele, dann wird er plötzlich lustig. Ja. Und das ist halt, das feiere ich total, dass so die Individualität, das alles Entscheidende und das Timing und dein eigenes persönliches Timing, das Entscheidende ist im Kabarett. Und da ist die Musik halt der beste Ratgeber natürlich. Mhm. Oder die beste Grundausbildung, wenn man so will. Ja. So gesehen cool, dass der Rock'n'Roll-Gedanke, der einst der Ursprung von allem war, einfach das den gegeben hat. Wäre ja interessant, den Lebensweg, man wird es nie erfahren, Als Tennisspieler. Tennisspieler, glaubst du? Ja, Tischtennisprofi. Tischtennisprofi. Ja, nur in asiatischen Ländern auf. Ja. Ja, genau. Du, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe letztens das Schmidbauer-Interview gesehen. Ich hoffe, du verzeihst mir diese Frage, aber der Satz dann nicht näher darauf eingegangen. Der hat so angedeutet und das hat mich neugierig gemacht. Er hat da in einem Nebensatz erwähnt, er hat dich damals als sehr überdreht und irgendwie so überdreht wahrgenommen in der jungen Zeit. Wie würdest du das definieren? Passt das auch zu dem, was wir vorher geredet haben, dass deshalb damals nicht funktioniert hat? Oder? Also in den ersten Jahren? Ja, das war genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ja. Und ich kann auch total verstehen, dass man mich so wahrgenommen hat. Ich habe mich auch drüber empfunden und irgendwie halt mit einer. Mit viel zu viel Kraft. Also zu mir hat immer irgendjemand gesagt: Hannes, es reicht, wenn du 60% bist. Von dir, das reicht, das empfinden andere als 100%. Und da ist schon was Wahres dran. Also wenn ich aufdrehe, dann habe ich einfach viel zu viel, ich brauche dann auch zu viel Platz und zu viel Raum. Okay. Also ich bin nicht, dann nicht angenehm. Das weiß ich selber auch. Und war das früher, glaube ich, auch nicht. Ich war nicht wirklich angenehm. Es war viel zu viel Druck dahinter. Ich wollte es unbedingt. Unbedingt, das ist. Und das ist zum Beispiel jetzt sowas, wenn man jetzt ein neues Album macht, wie wir jetzt gerade ein neues Album, ja, Musikalbum, weiß ich, ja. Und dann dich da wirklich auf ein Album zu konzentrieren und nicht beim Liederschreiben und beim Machen schon zu denken an die Öffentlichkeit. An Welthits. Oder an, ja genau, oder sich da wieder einen Druck zu machen. Mhm. Das hätte ich früher überhaupt nicht kennen. Mhm. Und ich kann mir jetzt wirklich komplett, also ich finde mittlerweile an meinem Leben nichts schöner, als wenn ich Lieder, Songs entwickeln kann in Ruhe und sie irgendwann aufnehmen und dann gibt es die. Mhm. Und darum finde ich es natürlich maximal schräg, dass man jetzt ein Album rausbringt und nicht weiß, wie viele Leuten man das vorspielen wird und ob das überhaupt dadurch diese Verbreitung finden kann, wie man das früher halt gehabt hat. Du gehst auf Tour, du weißt, du spielst insgesamt vor 15.000 oder 20.000 Leuten. Und 3.000 werden es dann schon kaufen davon, ja. So, sag jetzt mal. Aber das ist schräg. Aber im Prinzip finde ich, hat es die Platte verdient, die Lieder haben es verdient,
Aber ich selber, für mich ist das abgeschlossen und rund und ich bin fein damit. Aber super, weil das klingt dann ja so, dass letztlich der große Erfolg, der jetzt da ist, genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Mit der notwendigen Reife und Weisheit, sage ich unter Anführungszeichen, dieser Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und vielleicht damals eh nicht passt hätte, weil es vielleicht dann auch nicht fundiert genug gewesen wäre. Ich bin mir total sicher, dass das... Ich hätte jeden umgehaut damals, der das zu mir sagt. Ja, das ist halt noch nicht die Zeit, du musst dich halt entwickeln. Ja, das würde man, glaube ich, in der Situation auch nicht verstehen. Nein, du wirst überhaupt nicht hören, sowas. Ja. Aber in der Nachschau ist es definitiv so. Und ich glaube auch, dass ich zumindest jemand sein kann, der es nur mit der Geschichte on the long, wie man so schön sagt, auch besser werden kann überhaupt. Mhm. Weil das ist ja noch was, was mich interessiert an der ganzen Chose. Wenn du das gewöhnt bist, eben diese Entwicklung zu haben, dann schraubst du an dir selber halt auch weiter und das ist gut. Bleib jetzt auch nicht stehen und sag, das war's jetzt. Ja. Und jetzt weiß ich, wie es geht und wie ich... So, und jetzt habe ich mein Rezept und jetzt ballern wir das durch. Das bin ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, sobald was zu lang gut funktioniert, muss ich sofort irgendwas anderes machen. Kommt dann schon komisch vor. Dann kommt mir sofort komisch vor, ja. Ja, cool. Es klingt dann nach einem total, total richtigen Weg und zur richtigen Zeit genau das passiert, was... Hast du das damals aber selber nicht bemerkt, oder? Dass das zu überdreht war oder dass man... Nein, also außer, dass es halt nicht aufgegangen ist, sozusagen der Plan. Nein, ich glaube, es war schon so also eine Attitüde, oder, die man hatte. Okay. So eine komische Unangreifbarkeitsattitüde. Lustig, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, muss ich echt ehrlich sagen. Also das... Also ich habe... Weil das nimmt man jetzt ja überhaupt nicht wahr. Hoffentlich. Ich habe vor kurzem, also es ist noch nicht so lange her, da habe ich so alte Sachen gesucht, so, also, oder gefunden, besser gesagt, so eine Kiste mit VHS-Kassetten von so alten Interviews mit mir, die ich irgendwo in den 90ern gegeben habe auf irgendwelche Festivals. Und dann habe ich eins, irgendwie war digital, oder war schon auf einer DVD, oder war der erste Anfänger dieser DVD, dann habe ich dann reingeschaut und gedacht, um Gottes Willen, das ist ja nicht zum Aushalten. Hast du auch Festplatten schreddern müssen damals? Also das war, ja, okay, muss ich nur einiges das machen. Das ist was Österreichisches, ich hoffe, du hast den Gag jetzt gerade verstanden. Ich habe ihn verstanden. ich habe mir dann selber ein SMS geschrieben, ich liebe dich, mein Kanzler. das ist meine aktuelle Lieblingsgeschichte. Du kannst alles von mir haben. Super. Ihr seid so geil. Also mit ich liebe mich oder ich liebe dich ist doch eigentlich eine sehr positive Schlussbotschaft. Echt, findest du? Wir spread love in the world. Ja. Es ist gerade eine sehr wichtige Zeit. Jetzt fällt mir gerade nur ein, weil du gesagt hast. Doch nicht, gell? Brauchst du doch nicht zu heiß. Weil gerade nur, ich habe nur auf der Webseite gelesen, neue Platte ja. Natürlich. Aber im Juni würden jetzt die ersten Gigs wieder losgehen, ja. Mit deinem Tourplan entnommen. Genau. Auf YouTube irgendwie Zeitangaben zu machen, ist völlig sinnlos, weil man in 10 Jahren nicht weiß, wann wir jetzt gerade da sitzen. Steh, du bist so klug, das hast du jetzt schon rausgekommen. Ja, über 10 Jahre habe ich das schon kapiert. Das ist jetzt kapiert. Morgen ist, glaube ich, das Beste, was man sagen kann. Ja, YouTube, genau. Schaut's morgen wieder rein. Wort. Aber nur zur Erklärung, wir sind im Mai 2021 und theoretisch müsste es im Juni jetzt losgehen. Ne? Ja, irgendwas wird passieren. Also ich bin relativ zuversichtlich. Ich schwanke immer so, denke mal wieder, oh Gott, jetzt wenn dann die südkosovarische Mutante kommt, ja. Dann sind wir alle am Arsch. Aber nein, ich gehe schon davon aus. Ab Mitte Juni spielen wir. Ja, hoffentlich, gell? Schon. Jetzt wird es nämlich wirklich langsam Zeit. Ja, übst du Schlagzeug eigentlich gerade? Boah, da müsste man jetzt nur eine Sendung machen. Glaubst du oder nein, nicht? Ich muss sagen, ich tue mir sehr, sehr schwer mit Motivation. Ich habe so ein bisschen den Blues in mir sozusagen, denn für was? Es kommt eine leichte
positive Stimmung auf und eine Hoffnung, dass jetzt mal doch vielleicht kurz davor sind. Aber die habe ich schon dreimal gehabt und die wurde. Du kannst jetzt mit Hi-Hat üben anfangen, finde ich. Ja. Ganz dezent. Ich meine, es gibt alle paar Wochen einmal eine Probe oder so. Echt? Das ist ja schon. Vor der ich immer fürchterlich Angst habe und mir denke, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo die Hi-Hat überhaupt steht. Links, oder? Ja, links. Ich schon. Gut, das kommt darauf an, ob es links oder rechts ist. Aber beim Rechtshänder steht sie doch links, oder? Ja. Das ist schon eingerostet. Also gefunden habe ich es wieder. Aber ich bin dann immer wieder erstaunt, dass das, was man dann doch fast 25, 30 Jahre gemacht hat, so ein bisschen wie das Radlfahren dann doch, man setzt sich und es funktioniert in den Grundzügen halbwegs noch. Ja, vor allem, ich glaube, die qualitative Latte ist eh total unten, wenn es wieder losgeht. Jeder aus dem Proberaum kommt so, puff, puff, puff. Das wird super, glaube ich. Ja. Nur die Bassisten, für dich hat sie nichts geändert. So, mit dem Gag hören wir auf. Wir grüßen bei dieser Stelle alle Bassisten. Ja, absolut, von Herzen. E-E-E-E-A-A-A-A. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Hannes, danke für deinen Besuch in Wien. Danke, Bernhard. Sehr gerne. Es war mir eine Riesenfreude, wirklich große Freude. Abonniert den Kanal von auf dem roten Stuhl. Traditioneller Satz. Macht's gut. Ciao. Servus.